Der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Liebe Gemeinde, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zum Pfingstgottesdienst. Da in der Kirche oder zuhause vor dem Bildschirm. Ich freue mich riesig, dass wir wieder zusammenkommen dürfen, da und in Gottesdienst. Lange haben wir auf den Augenblick müssen warten. Dass wir als Gemeinde zusammenkommen können, ist das Werk vom Heiligen Geist. Er verbindet uns. Ob wir da sind, in der Kirche oder noch zuhause, im Heiligen Geist sind wir miteinander verbunden. Dessen bin ich mir auch bewusst gewesen in den vergangenen Gottesdienst. Und gleich habe ich mich ein bisschen einsam gefühlt, als ich allein da vorne gewesen bin und Gottesdienstaufnahmen gemacht habe. Umso mehr freue ich mich, dass wir pünktlich auf Pfingsten wieder die Freiheit haben, im Gottesdienst zusammenzukommen. Aber in aller Freiheit dürfen Sie natürlich auch noch zuhause den Gottesdienst mitfeiern. Wo der Geist vom Herrn ist, da ist Freiheit. Beim Heiligen Geist gibt es keinen Zwang. Wir sind frei, auf die Stimme von Gott zu hören und zu handeln, wie wir glauben, dass es in Gottes Augen richtig ist. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir nach so einer langen Zeit heute in deinem Namen wieder zusammenkommen dürfen. Wir kommen zusammen, um dich zu ehren. Dich möchten wir loben und anbeten. Dir gehört Lob und Dank für alles, was du schenkst. Herr, schenk uns allen, was wir gerade brauchen. Bei dir ist es Trost oder Ermutigung, Kraft, Stärkung oder was es auch sonst ist. Bitte komm du mit deinem Heiligen Geist und berühre unsere Herzen, wo wir jetzt da sind oder zuhause. Schenk uns eine Klarheit, damit wir deinen Willen erkennen über unserem Leben. Und schenk uns einen Durst nach deinem Wort, damit wir uns von dir verändern lassen. Du kannst reden durch Predigt, Musik, Gebet oder auf andere Art. Bitte red du zu uns in diesem Gottesdienst und wenn wir auch wieder zurück sind im Alltag. Amen. Ich würde jetzt am liebsten das erste Lied ankündigen, das wir gemeinsam feiern, gemeinsam singen. Aber es ist noch ein Teil vom Schutzkonzept, dass wir mit dem Singen noch warten müssen. Es gibt Teilnehmerlisten und den Mindestabstand, aber eben auch, dass wir noch keine Lieder zusammen singen. Stefanie Reist, die Leiterin vom Kirchenchor, wird für uns die Lieder vorsingen. Und Daniela Wies spielt an der Orgel. Sie dürfen die Lieder gern mit anhören oder wenn sie möchten, dürfen sie auch mit summen. Ganz in aller Freiheit, wie es ihnen recht ist. Ich danke für ihr Verständnis. Und wenn Sie zuhause ein Kirchengesangbuch haben, dürfen Sie natürlich mitsingen. Sie sehen die Lieder angeschlagen an der Wand vorne im Kirchenchor. Wir summen und hören das Lied 510, O Gott, O Geist. O Geist.
Nach Ostern ist Jesus immer wieder seinen Jüngern erschienen. Und dann, 40 Tage später, hat er sie auf einen Ölberg geführt und hat ihnen dort gesagt, bleibt in Jerusalem, bis Gott euch die heilige Geistkraft vom Himmel schickt. Dann ist Jesus vor ihren Augen in den Himmel aufgefahren. Wir erinnern uns daran, an der Auffahrt. Die Jünger und Haufen andere Anhänger von Jesus haben sich seitdem regelmässig getroffen. Sie waren wie eine grosse Familie und haben beharrlich um einen Heiligen Geist gebeten. Und dann am Pfingsten passiert die Geschichte, die in der Apostelgeschichte im 2. Kapitel steht. Ich lese nämlich die Verse 1 bis 21. Als nun die Zeit erfüllt und der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren sie alle beisammen an einem Ort. Da entstand auf einmal vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt. Und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen wie Feuerflammen, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen niederließen. Und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun jenes Tosen entstand, strömte die Menge zusammen und sie waren verstört, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie waren fassungslos und sagten völlig verwundert, sind das nicht alles Galiläer, die da reden? Wie kommt es, dass sie jeder von uns in seiner Muttersprache hört? Parther und Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, von Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asia, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem kyrenischen Libyen. Und in der Stadt wohnende Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir alle hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie waren fassungslos und einer fragte den anderen, was soll das bedeuten? Andere aber spotteten und sagten, die sind voll des süßen Weins. Petrus aber trat vor, erhob seine Stimme und sprach, ihr Juden und all ihr Bewohner von Jerusalem, vernehmt meine Worte. Diese Männer sind nicht betrunken, wie ihr es meint. Es ist doch erst die dritte Stunde des Tages. Nein, hier geschieht, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es wird geschehen,
in den letzten Tagen, spricht Gott. Da werde ich von meinem Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter werden weissagen. Und eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und eure Ältesten werden Träume träumen. Und auch über meine Knechte und Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und auch sie werden weissagen. Wunder oben am Himmel werde ich wirken und Zeichen unten auf der Erde. Blut und Feuer und qualmenden Rauch. Die Sonne wird finster werden und der Mond blutrot. Ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und so wird es sein, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Grossprojekt erfordert Koordination. Da müssen alle an einem Strick reissen und eine Einheit sein. Davon handelt auch die heutige Predigt. Ich lese aus dem Buch Genesis, aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 11,
Vers 1 bis 9. Alle Bewohner der Erde aber hatten eine Sprache und ein und dieselben Worte. Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Land Shinar und ließen sich dort nieder. Und sie sagten zueinander: Auf, wir wollen Ziegel formen und sie hart brennen. So diente ihnen der Ziegel als Baustein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Und sie sagten: Auf, wir wollen eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, und uns so einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Da stieg der Herr herab, um die Stadt zu besehen und den Turm, die die Menschen bauten. Und der Herr sprach: Sieh, alle sind ein Volk und haben eine Sprache. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr unmöglich sein, was immer sie sich zu tun vornehmen. Auf, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde, und sie ließen davon ab, die Stadt zu bauen. Darum nannte man sie Babel, denn dort hat der Herr die Sprache aller Bewohner der Erde verwirrt, und von dort hat der Herr sie über die ganze Erde zerstreut. Wer kennt sie nicht? Die Geschichte vom Turmbau in Babel. Die Menschen sind ins Land Shinar gekommen und haben sich dort niederlassen. Sie haben sich verstanden, sie haben alle die gleiche Sprache geredet. Sie sind sich einig gewesen, dass sie gemeinsam anpacken und eine Stadt bauen wollen. Gerade noch ist die Sintflut übers Land gekommen. Jetzt ist es doch dran, wieder etwas aufzubauen. Aber dann kommt Gott dazwischen und zerstreut sie. Sozusagen Social Distancing, von Gott persönlich angeordnet. Wir wissen, wie mühsam das ist. Und fragen uns vielleicht, ja, ist denn Gott ein Spielverderber? Aber so einfach ist es nicht. Wenn wir hinschauen, merken wir nämlich, dass es ein Problem gegeben hat bei diesem Grossbauprojekt. Nicht das gemeinsame Städtebauprojekt an sich war das Problem. Auch nicht, dass die Leute gemeinsame Sprache geredet haben und sich verstanden haben. Das Problem war, dass die Leute in Babel auf eine falsche Gesinnung gebaut haben. Sie wollten einen Turm bauen, so hoch, bis an den Himmel, um sich selber einen Namen zu machen. Die Menschheit soll sie bewundern. Sie haben damit etwas schaffen und beweisen. Etwas schaffen, was mit Gottes Schöpfung aufnehmen kann. Sie haben sich gemessen an Gott. Sie haben so wollen sein wie Gott. Und wenn ihnen nichts mehr unmöglich ist, dann sind sie unabhängig von Gott. Und das hat Gott nicht gefallen. Sie wollten verhindern, dass sie über die ganze Erde verstreut werden. Der Flavius Josephus, ein jüdischer Geschichtsschreiber aus der Antike, hat gemeint, sie haben sich vor einer weiteren Sintflut sichern wollen. Anstatt über ihr Tun nachzudenken, wo Gottes Konsequenzen nach sich zieht, haben sie wollen sich absichern gegen Gott. Das Tun von Babel lässt sich somit in einem Wort zusammenfassen. Rebellion. Ein paar Vers vor dem Turmbau steht, dass der Nimrod den Grundstein von Babel gelegt hat. Es heisst, der Nimrod sei ein gewaltiger Jäger gewesen. Er habe als erster Mensch Gewalt ausgeübt über andere Menschen. Sie hat beschrieben, wie er sein Reich aufgebaut hat und Babel war die erste Stadt davon. Er war also ein Mann, der andere Völker seiner Herrschaft unterworfen hat. Machtgierig, selbstzentriert und unbarmherzig.
Er hat seinem Namen alle Ehre gemacht. Der Name Nimrod ist ein hebräisches Wort, das so viel bedeutet wie «Lasst uns rebellieren». Auf dieser Grundlage ist Babel gebaut worden. Die Menschen haben sich also zusammengetan, um etwas Grosses zu bauen. Sie haben sich vereint in einem Geist, aber es war nicht der Geist von Gott gewesen. Der Turmbau zu Babel ist mehr als nur eine nette Sage. Sie steht in der Bibel, weil Gott uns damit warnen möchte vor rebellischem Verhalten und einem selbstsüchtigen Herz. Wir mögen jetzt denken, wir sind ja nicht so schlimm wie die Leute in Babel. Und das glaube ich auch. Aber auch wenn unser Rebellieren weniger offensichtlich ist, ist es nicht weniger gefährlich in Gottes Augen. Darum möchte ich 3 Arten anschauen, wie wir in die Falle von Babel treten können. Die erste Falle nenne ich Rationalismus. Der Rationalist braucht Gott nicht im Leben, weil sein Verstand genügt. Er glaubt, jedes Problem lässt sich mit dem menschlichen Verstand lösen. Unsere Gesellschaft ist stark von dem Denken geprägt. Und warum das so ist, zeigt ein Blick zurück in die Geschichte. Nach dem grausamen Krieg, wo nach der Reformation im Namen von der Religion geführt worden sind, da hat man sich auch zusammengetan und gesagt, es soll nie mehr Krieg geben im Namen von Gott. Und das ist ein gutes Anliegen. Aber dadurch hat auch der Rationalismus Aufschwung bekommen. Der Rationalismus, der sich dadurch auszeichnet, dass die menschliche Vernunft zur höchsten Instanz wird, die es gibt. Der Mensch selber ist gut genug. Für was braucht man noch Gott? Und das rationale Denken ist die einzige Quelle der Erkenntnis. Somit schließt man die Möglichkeit aus, dass Gott sich offenbaren kann. Somit tragt die menschliche Vernunft bis zum Himmel hoch. Der Rationalist wird sich selber einen Namen machen und etwas erreichen. Etwas erreichen wollen, das ist ja gut. Dagegen gibt es nichts einzuwenden. Gerade auch junge Leute möchten etwas erreichen im Leben. Zum Beispiel die Umwelt schützen. Und das ist nicht schlecht. Aber oft vergessen wir dabei, Gott um Hilfe zu bitten. Das passiert sogar uns Gläubigen. Stattdessen bauen wir auf die eigenen Lösungen. Und allzu schnell passiert es, dass wir meinen, wir wissen, was richtig ist. Und verurteilen die, die anders denken. Aber dann nehmen wir die Rolle ein, die Gott zusteht. Zu was rationalistisches Denken führen kann, können wir auf einem Monument in den USA lesen. Die sogenannten Georgia Guidestones sind von einer Gruppe von Rationalisten vor 40 Jahren gebaut worden. Auf Steinplatten eingraviert steht, lass die Steine Richtlinie sein zu einem Zeitalter der Vernunft. Das Zeitalter der Vernunft soll eingeläutet werden. Aber man fragt sich dann irgendwo, ja, sind denn alle Leute in der Vergangenheit noch unvernünftig und naiv gewesen? Auf diesen Steinplatten, die teilweise auch in der Sprache der Babylonier geschrieben waren, steht drauf, tu die Menschheit mit einer neuen, lebendigen Sprache vereinen. Halt die Menschheit unter 500 Millionen. Jetzt leben aber 7,8 Milliarden Menschen auf der Welt. Von 15 Menschen sind irgendwie 14 Menschen überflüssig. Ich finde das eine gefährliche Aussage, wenn man denkt, zu was die Menschheit fähig ist. Man ahnt vielleicht, dass Gott die Sprache der Menschen verwirrt hat, weil er die Menschen vor sich selber hat wollen schützen. Ich komme zu der zweiten Art, wie man in die Falle von Babel treten könnte. Es ist die Falle vom Individualismus, der nach Selbstverwirklichung strebt, ohne dabei das Umfeld mit zu berücksichtigen. Das Streben nach persönlicher Erfüllung und Spass steht ganz oben.
Jeder soll entscheiden, wie er selber leben will. Und das ist auch zu einem Grundsatz geworden in unserer Gesellschaft. Aber ich habe das Gefühl, noch nie ist unsere Gesellschaft in ethischen Fragen so gespalten gewesen wie heute. Wenn es keine Grenzen mehr gibt in der Selbstverwirklichung, ist die Konsequenz da nicht Verwirrung und Zerstreuung? Die Menschen verstehen sich nicht mehr. Ein Graben tut sich auf zwischen den unterschiedlichen Milieus. Jede Interessengruppe verfolgt ihre eigenen Ziele. Und viele Einzelpersonen sind überfordert. Wo gehört man selber dazu? Was ist noch richtig, was ist falsch? Stichwort Fake News und Verschwörungstheorien, die Hochkonjunktur haben. Misstrauen, das da ist zwischen den Lagern. Gegen diese Verwirrung kann nur jemand helfen, Gott. Gottes Geist schafft Einheit. Aber auch Gläubige sind gefährdet, dass sie in die Falle laufen von den Menschen in Babel. Die dritte Art, in die Falle zu laufen, ist dann, wenn man sich ein frommes Mäntel anlegt. Es geht schnell und man denkt vielleicht, ja, wenn alle so wären wie ich, dann wäre doch die Welt besser. Schließlich rebelliere ich nie gegen Gott. Ich bin ein guter Mensch und Gott wird mich dann dafür belohnen. Aber ist das nicht einfach eine andere Form von Selbstgerechtigkeit? In dem Moment, wo ich denke, ich bin selber gut genug, da lehne ich das Erlösungswerk von Jesus ab. Oft sieht man die Fehler nur bei sich und nur bei den anderen und nicht bei sich oder auch bei den anderen Konfessionen. Mir hat kürzlich eine Frau gesagt, wie schade, dass sie es findet, dass auch die verschiedenen Kirchen sich gegeneinander voneinander abgrenzen. Trennung und Verstreuung gibt es also auch unter Gläubigen. Aber wenn sogar wir Gläubigen in die Falle können treten von Babel, was gibt uns da Hoffnung? Wir sind dem nicht hilflos ausgeliefert. Unsere Hoffnung ist der Heilige Geist. Ab Pfingsten dürfen wir uns wieder bewusst machen, dass er der Weg aus der Verstreuung ist. Es ist der Geist von Jesus, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der Weg, der uns wieder zusammenführt. Jesus, der nie gegen Gott rebelliert hat, hat uns seinen Geist versprochen. Und das Versprechen löst er ein, seit dem Pfingstfest in Apostelgeschichte 2. Und das schenkt uns Hoffnung. Was am Pfingstfest damals passiert ist, das ist das Gegenteil vom Turmbau zu Babel. Im Heiligen Geist ist Gott auf die Welt gekommen, um die Sprachbarriere aufzuheben. Alle haben die Worte verstanden, die der Heilige Geist den Jüngerinnen und den Jüngern eingegeben hat. Die sich auf die Pfingstbotschaft eingelassen haben und sich aufgetan haben, die haben plötzlich verstanden, dass sie in Jesus Vergebung bekommen. Gott hat exakt am jüdischen Pfingstfest angefangen, seine Gemeinde zu sammeln. Das jüdische Pfingstfest war auch das Erntedankfest. Viele gläubige Juden aus aller Welt sind zusammengekommen auf Jerusalem, um Gott zu danken für die Ernte. Und wir dürfen Gott danken, dass er damals angefangen hat, in Jesus Gemeinde zu sammeln. In vielen Ländern sind nachher Kirchen entstanden. Pfingsten ist auch die Geburtsstunde der christlichen Versammlungen. Darum sind auch wir heute zusammengekommen. Von der christlichen Versammlung in der Bibel, in der Apostelgeschichte, lesen wir, wie die erste Gemeinde zusammengekommen ist, wie sie ein Herz und eine Seele gewesen sind. Die unterschiedlichsten Menschen sind zusammengekommen und haben alles geteilt. Sie sind füreinander da gewesen. Eine Einheit. Und das haben auch die Menschen rundherum gespürt. Und so lesen wir, wie täglich Menschen zu den christlichen Gemeinden zugekommen sind. Und Gott bietet das auch heute uns noch an.
Dort, wo wir uns öffnen für das Wirken vom Heiligen Geist, dort kann auch unser Umfeld wahrnehmen, wie Gott sich offenbart. Gott möchte Grosses bewirken durch uns. Er möchte, dass wir und andere erkennen, dass Jesus der Herr ist, dass er Einheit schaffen kann. Was wäre, wenn der Rationalist seine Vernunft Gott würde anvertrauen, sich Gott, die Vernunft Gott zur Verfügung stellen? Eine Gemeinde Jesu braucht Leute, die mitdenken, die Sachen in Frage stellen. Starke Leiter, die zugeben, dass sie nicht alles im Griff haben und Gott auch um Weisheit bittet. Was wäre, wenn der Drang nach Selbstbestimmung der Gemeinde Jesu zur Verfügung gestellt wird? Die Gemeinde braucht innovative Menschen, die ihre ganz persönlichen Gaben Gott und der Allgemeinheit zur Verfügung stellen und sich so verwirklichen. Was wäre, wenn ich meinen religiösen Stolz ablege, Gott abgib? Die Welt wartet auf Gläubige, die glaubwürdig sind. Wie viel Segen hat Gott für uns bereit, wenn wir sagen, da bin ich Gott, was immer du mit meinem Leben vorhast, ich stelle mich dir zur Verfügung. Dann können wir die Stimme vom Heiligen Geist hören. Er will uns brauchen, auch sie und mich. Ob wir jung sind, ob wir alt sind, Mann oder Frau, Bub oder Mädchen. Das wird deutlich im Wort vom Prophet Joel, wo sich seit Pfingsten erfüllt. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich von meinem Geist ausgießen über alles Fleisch, über alle Menschen. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure jungen Männer werden Gesichter sehen, sind Visionen. Und eure Alten werden Träume träumen. Und auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie werden Weissagen. Der Heilige Geist können wir haben. Er klopft an und fragt uns persönlich, ob er in uns wohnen darf. Wenn wir spüren, was Gott von uns möchte. Er möchte uns verändern, dass wir das Leben leben können, das Gott von uns, für uns gedacht hat. Bis nichts mehr übrig ist vom Charakter des Nimrod. Mit dem Heiligen Geist können wir etwas bauen, wo wirklich in den Himmel kommt. Der Heilige Geist macht, dass wir an Gottes Friedensreich bauen können. Mit ihm haben wir das ewige Leben. Wie können wir auf das Angebot reagieren? Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Apostel. Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße, kehrt um. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Wo der Geist vom Herrn ist, da ist die Freiheit. Wo wir Jesus als unseren Herr und Erlöser annehmen, da ist der Heilige Geist. Da ist die ganze Fülle vom Heiligen Geist. Und das gibt der Welt Hoffnung. Wie es im Galaterbrief heißt, der Geist Gottes lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Amen. Oh,
Der Heilige Geist ist auch der Tröster. Hab keine Angst und fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir auf allen deinen Wegen. Der Vers aus Josua 1,9 möchte ich speziell der Trauerfamilie Berger zusprechen. Am Freitag, am 22. Mai, haben wir Abschied genommen von Peter Berger, geboren am 25. Januar 1925, gestorben am 14. Mai von diesem Jahr. Der Peter Berger hat früher an der Napfstrasse 61 in Langnau gewohnt und lange Zeit auch an der Bäraustrasse 1 in Bärau. Zuletzt war er im Tertianum Schiebistein in Heimenschwand zu Hause. Wir wünschen der Trauerfamilie viel Kraft und Trost vom Heiligen Geist. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Und er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Eigentlich gäbe es jetzt ein Abendmahl. Aber unter den geltenden Schutzmassnahmen ist es noch nicht möglich, dass wir zusammen ein Abendmahl nehmen. Anstelle vom Abendmahl können wir uns aber in einem Gebet wieder vergegenwärtigen, dass Jesus sein Leib als Nahrung für unsere Seele gegeben hat. Das möchten wir jetzt tun, indem wir gemeinsam den Text vom Lied 823 «Brich den Hungrigen dein Brot» beten. Das Gebet sehen Sie projiziert auf die Leinwand. Sie dürfen das Gebet laut mitbeten. Brich den Hungrigen dein Brot, die im Elend wandern, führe in dein Haus hinein, trag die Last der anderen. Der da ist, des Lebens Brot, will sich täglich geben. Tritt hinein in unsere Not, wird des Lebens leben. Dank sei dir, Herr Jesu Christ, dass wir dich noch haben und dass du gekommen bist, Leib und Seele zu laben. Brich uns Hungrigen dein Brot, Sündern wie den Frommen, und hilf uns, dass an deinen Tisch wir einst alle kommen. Amen. Heute in einer Woche findet wieder da in der Kirche der Gottesdienst statt, am 9:30. Er wird wieder auch auf Video aufgezeichnet sein. Der Gottesdienst wird gestaltet vom Pfarrer Roland Jordi. Dann am Schluss vom Gottesdienst lade ich Sie noch darauf hinweisen, dass man wieder den Abstand einhalten zueinander. Das machen wir, indem wir zuerst bei der hintersten Reihe links anfangen, dann rechts, dann die zweithinterste Reihe links, die zweithinterste rechts und so weiter, bis wir vorne sind. Und das können Sie wieder die Hände desinfizieren und den Abstand einhalten, aber das wissen Sie alle schon bereits. Dann möchte ich mich am Schluss ganz herzlich bedanken für alle,
bei allen, die sich da beteiligt haben an diesem Gottesdienst. Namentlich der Stefanie Reist, die für uns stellvertretend die Lieder gesungen hat. Und bei der Daniela Weiss für Spiele an der Orgel. Auch beim Lektor, Felix Schranz, für die Lesung. Und dem Kirchengemeinderat, Michael Streit, und den beiden Sigristinnen, der Priska Gerber und der Ruth Witter, dass sie die Durchführung von diesem Gottesdienst unter den Schutzmassnahmen ermöglicht haben. Vielen Dank für die Videoaufnahme. Nach dem Segen summet und hört mir das Ausgangslied 834 für die Heilung aller Völker. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. So dürfen sie gesendet sein im Alltag mit der Freude und dem Frieden und der Hoffnung vom Heiligen Geist. Und haben sie ganz schöne Pfingsten. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.